Herzlich willkommen zu einer Folge Karte im Hügel 2.0 2 Version. So, die BG hat nun die Insellage. Und leider kriegt den Ball nicht weg da hinten. Futterverkauf. Viehhandel auf Futterverkauf. Wovon die denn haben? Futterverkauf. Ich hab doch nur Silage. Setzlinge. Die haben wir ja nicht. Na, haben wir nichts. Das Gras, ne? Ja, wir kriegen ein bisschen Geld, denke ich mal. Gut, dann wollen wir ein bisschen Holz verkaufen, ne, leider. Oder können wir auch ein Darlehen kriegen, vielleicht jetzt nachher. Könnte sein, ne? Ne, leider nicht. Bei 300.000 Schluss. Ohne Sauerei. Hätten wir 100.000 gehabt. Gut, dann werden die Kühe mal Futter geben. Das war ja auffällig. Und gleich putzen. Wollen wir hier wieder sauber kriegen hier? Eine schöne Silage. Fahren wir rein zum Trigger. Also mal, oh, da ist Gras gewachsen, wie schön. Haben die Kühe ein bisschen Gras, unsere Ochsen. Unsere männlichen Tiere. Ich wollte gerade sagen, dass die Dinger so gut wendig sind, aber ein bisschen weiter ausbauen. Aber es ist ein kleiner bisschen wendiger, aber mal sehen, beim nächsten Mal. Und Mutter sieht noch reinquetschen, du. Voll das Wasser gratis, heute kippt es nach dem Regen. So ein liebes Tier, verschwindet. Kann ich entscheiden, rein oder raus? Wie gesagt, das ist eng für eng. Futtermischwagen, der Größe. Und hier ist er. So. Da haben wir Glück gehabt. Das heißt aber auch für mich, dass wir gleich wieder rausfahren und gleich neu holen. Gut. Die machen so keinen Platz, da kann man durchfahren. Intelligenzquotient der Tiere ist noch nicht so hoch. Natürlich wie im Spiel auch nicht. So. Von daher kann man theoretisch die Tür auflassen.
Ich gehe mal mit Wasser gehen. Ich muss nicht Wasser hier. Dann wird man sportlich über den Zaun. So. Dann haben sie Wasser und Futter. So, dann holen wir gleich Nachschub. So. Haben wir hier was drin gehabt? Glaub nicht, ne? Silage, Stroh, Futter. Wie viele Sachen können wir rausholen? Aha. Also die Futter geht auch. Gut, das wäre eine Option, ne? Man könnte es da reinfüllen, aber ist ja eigentlich Blödsinn. Denn auf Vorrat werden wir nicht so viel produzieren. Noch nicht. Nur mal sehen, dass wir irgendwann mal in der Reihe kriegen, dass wir hier auch selber Gras herstellen mit Heu. Sonst immer nur kaufen, das ist ja auch ungünstig, ne? Aber da müssen wir mal entsprechende Wetter für haben und die entsprechenden Wiesen. Natürlich können wir unsere Felder mal eine Wiese machen, das ist kein Problem. Ey, ich muss aufhören. Voll ist voll. Fahren wir mal Stall rein und dann mal stehen. Ups. Stehen. So, ich habe gelesen, die Pumpe kann man noch hier installieren. Und zwar am Silo. Weil der erste hat ja die Pumpe, der hier. Der zweite soll vorne am Silo sein. Ach, schleichen nicht, nur laufen. Und zwar hier. Mal ganz kurz gucken. Na, alles ist. Die Tiere, das heißt, die haben keine Pumpe und die haben eine Pumpe. Ich möchte, dass die Tiere auch eine Pumpe haben. So, ob das der Punkt entsprechend ist, das weiß ich nicht. Da muss ich mal schauen, ob das so entsprechend passt. Weil hier theoretisch soll es für diese Pumpe sein. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich anderen gelassen habe, hingestellt habe. Ich glaube, wo habe ich die andere Pumpe hingepackt? Eine Frage, weiß ich gar nicht mehr.
Muss ich mal schauen. Weil der eine hat ja Pumpe und das wäre ganz gut, wenn man die vorher entsprechend wüssten, wo die ist, ne? Nein. Nein. Wollt ihr nur sehen? Na, jetzt kann ich ja meine hin. Ist ja egal. Wenn wir zwei haben, können wir verkaufen. Können wir ja suchen. So. Ach, da haben wir die. Ach so. So, mal gucken mal. Na, da lieber nicht. Wenn wir hier mal drauf gehen, dann können wir Alt-S gehen. Ah, beide Pumpen, ist gut. Supi, super. So. Guter Ratschlag im Forum. Am Kassler. Danke an den. Ich weiß nicht, wer das war, aber Kassler war es nicht. So, die hätten wir auch. Right, haben wir noch mal. Da war noch eine zweite Ladung Silage. Nee, die werden Holz verkaufen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das überhaupt genug Gewinn bringt. Ob die Arbeit überhaupt lohnt. Also Silage werden keine, wird nicht weniger bei Regen. Und jetzt haben wir für den Fall des Falles, falls wir mal Wasser vergessen sollten, die Tiere verdursten und nicht mehr. Sowohl Milchkühe als auch die Mastrinder, die noch ein bisschen, ja, die haben wir gerade mal gekauft. Frühjahr, das heißt, so lange nicht so weit. Da ist ein bisschen Holz und da eine Flur wird es werden, der wird es nicht werden. Wenn wir das Fräsen, sicher kommen wir nicht fahren können hier. Beziehungsweise wenden. Das Holz hätten wir schon mal. Und irgendwie durchkommen hier durch den Wald. Die drei Stämme wollen wir haben. So ein sauberer, so sauber da, ne? Oh, mein Getreide. Oh. Verluste, Verluste. Wollen die los? Irgendeiner, einer da, der eine da. Ah, da war nichts, hat nicht vorbei. So, die unteren noch. Ich habe gerne unser Lager gekauft, weil das brauche ich ja. Wenn er das Getreide kommt, müssen wir das alles verstauen können. Und das ist. Oh, das wird schon zu viel. Einmal verlieren und der fangen wir uns fest. Schwaches und ist festgefahren. Na, Glück gehabt. Wenn wir irgendwie rumkommen.
Jetzt können wir wieder Allrad machen, ne? Ja, rückwärts geht nicht mehr, nur vorwärts fahren, ne? Vorwärts durch den Busch. Ja, hier können wir nicht umfallen. Hier haben wir nichts weggesetzt. Naja, umfallen kann trotzdem. Genug Lücken da. Wir müssen zurück zur Straße. Bevor uns wieder Eigentümer sieht hier. Nicht gerade begeistert sein, wenn wir durch den Wald fahren. Puh, Glück gehabt. Ich kann aber die Spuren verwischen. Ah, da hat einer Punkt ist noch festgemacht, ja, okay. Aber hier ist wieder so ein Punkt, ziemlich voll, muss man aufpassen. Hochgefährlich, hochbrisant die Fahrung, Erwartung. Doch. Das Schlimme ist, er meldet immer noch Regen am nächsten Tag. Falls wenn das Wetter mal das zulässt, wir können ernten, dann müssen wir auf Eis spielen. Sonst haben wir Probleme. Nächste Kurve nehmen gleich. Hilfe! Fahre ich weiter kippig um, bleibe ich stehen. Mann, Mann, Mann. Das ist ja Angstzustände hier. Warum will er umkippen? Kommt die Kurve nicht rum. Und zum Abladen noch so früh. Wie gesagt, wenn er so vollgeladen ist, ist es meistens zu viel. Ne? Dann ist es zu viel. Aber. Also, ja, einer ist noch drauf. Das war wieder über fast 60.000. Es reicht für ein Lager noch nicht. Nehmen wir Pump. Nehmen wir Kredit. Bestimmt nicht. Zurückzahlen dürfen wir aber nicht. Naja. So, liebe Zuschauer, das soll es heute gewesen sein. Danke fürs Reinschauen. Auch wenn es wieder nur Holz war. Ich schau mal, dass wir nicht so viel Holz machen. Auch nächste Folge noch einmal. Seid mal Füße und wenig weg. Ciao. Bis. Ich hoffe doch noch zur nächsten Folge. Tschüss.